Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen für den Einstieg in eine weitere englische Woche. Beginnend mit dem Spiel am Samstag bei 1860 München. Wir gucken auf die abgelaufene englische Woche und die künftige mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Hallo. Und mit unserem Beauftragten für den süddeutschen Raum, Tim Sivea. Servus. Hallo. Rüdiger, Karlsruhe haben wir jetzt erreicht. Wie gestärkt gehst du jetzt mit der Mannschaft ins Restprogramm? Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr positiv jetzt, wie wir dastehen, dass wir nach den drei Siegen einfach eine Position erreicht haben, wo es noch um was geht. Ich glaube, das war ganz wichtig nach dem Pokal aus, dass wir da eine Reaktion zeigen und ob Mannschaft wirklich drei Spiele auch verdient gewonnen. Es war jetzt nicht irgendwie Zufall und Glück, sondern wirklich dreimal gut gespielt, dreimal gewonnen und entsprechend haben wir uns eine Position dann dadurch erarbeitet, wo es einfach nochmal interessant ist. Tim, 25 Einsätze bisher bei uns, zuletzt immer in der Startformation mit stark aufsteigender Tendenz. Wie siehst du im Moment deine Situation? Ja, ich bin einfach glücklich zu spielen. Denke, ich konnte meine Chance nutzen. Umso besser, dass wir dann noch gewonnen haben. Und ich hoffe, es geht einfach so weiter. Das ist für mich das Wichtigste, zu spielen und am Ende des Tages auch Punkte zu holen. Ja, ich hoffe einfach weiter so weitermachen zu können. Rüdiger, 1860, immer sehr emotionale Spiele dort gewesen, auch immer gerne mal was mitgenommen. Was erwartest du am Samstag? Ja, schön, volles Stadion. Ich glaube, das ist immer angenehm, wenn man irgendwo hinkommt und da ist was los. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass 60 schon eine gute Qualität hat. Ich glaube, hier im Hinspiel eine halbe Stunde von unserer Seite richtig schlecht, wo wir Glück hatten, dass wir nicht noch höher zurückliegen, trotzdem am Ende insgesamt verloren. Und von daher wissen wir schon, dass das auch am Samstag eine schwere Aufgabe ist. Und ich glaube, wäre ein Fehler irgendwo, sich auf dieses gute Gefühl und wir haben Momentum irgendwo zu verlassen und es wird schon irgendwie funktionieren, weil dann wird es schief gehen. Die werden uns wieder alles abverlangen und von daher müssen wir einfach wieder gucken, dass wir eine richtig gute Vorstellung da auf den Platz bringen, dass wir auch wirklich eine Möglichkeit haben, die drei Punkte zu holen. Und bin da sehr zuversichtlich, alle Mann an Bord, bis auf die auch vorher schon jetzt gefehlt haben. Und deswegen ist da eine große Auswahl an guten Spielern, dass wir da eine gute Elf dann auf dem Platz haben. Dem Spiel in der Heimat sind immer was Besonderes. Wir haben im Vorgespräch kurz drüber geflaxt. Du hast sogar eine spezielle Verbindung zu 1860. Ja, hatte, als ich 9 und 11 Jahre alt war, zweimal im Probetraining da und wurde halt nicht angenommen, was im Nachhinein relativ lustig ist. Bin dann, wie gesagt, 2 Jahre später nach Augsburg, was auch der richtige Schritt war für mich und worauf ich auch jetzt stolz bin, den Weg gegangen zu sein. Und ja, also spezieller ist es jetzt auch nicht. Also ich denke, ist eine lustige Story nebenbei, aber ja, ich bin glücklich so, wie es gekommen ist. Aber du legst keinen Groll. Wir haben im Vorgespräch auch gesehen, du bist eher, in München ist ja immer die Frage, rot oder blau? Ja, damals war ich, als ich kleiner war, aufgrund eines guten Freundes von mir, der hat mich immer mal wieder zu Spielen von 60 mitgenommen. Mir hat die Fankultur gefallen und ich fand einfach so, es hat mir Spaß gemacht zuzuschauen. Deswegen hatte ich da, hat es mir da einfach gefallen. Aber natürlich als kleines Kind kann man das jetzt nicht so hochwerten. Ja, hast du erwähnt, Kader eigentlich volle Hütte, bis auf Piane. Genau, Kader bleibt so unverändert, wie auch jetzt die letzten Spiele. Piane Tölke fällt halt noch aus nach seinem kleinen Eingriff und entsprechend auch Richard Neudecker, Patrick Schmidt, die jetzt mittlerweile auf dem Platz sind, individuell, wird noch ein bisschen dauern und natürlich Sebi Jakob, der noch fehlt. Das waren unsere Eingangsstatements, kommen wir dann gerne zu den Fragen. Da war es so, dass eigentlich gerade bei diesen Top-Teams, bei den Aufstiegskandidaten, dann die Spiele schiefgegangen sind, wo man vorher gesagt hat, das gewinnen sie auf jeden Fall. Ist das so jetzt die Phase, du hast im letzten Jahr schon gesagt, das ist ganz entscheidend, die Ausgangsposition 5, 6 Spieltage vor Schluss, weil daher die Kader
Abläufigkeit hat diese Phase jetzt begonnen und wo siehst du die Vorteile deiner Mannschaft? Ja, ich hatte es, glaube ich, in letzter Saison erwähnt und es war auch im Grunde so zum Start in diese Saison, wenn wir im April einfach noch auf Tuchfühlung sind, dann ist alles in Ordnung. Das haben wir, glaube ich, durch diese drei Siege jetzt geschafft. Vorher sah es nicht so gut aus. Und deswegen ist jetzt wirklich ja alles komplett neu. Und die Ergebnisse sind da auch manchmal verrückt. Und habe auch für mich so eine kleine Prognose auch irgendwo im Kopf, dass der SC Freiburg der SV Meppen vom letzten Jahr wird. Die da gegen alle spielen, die noch oben mit dabei sind. Kommt auch nochmal hierher. Dresden hat es jetzt erlebt, hat unentschieden gespielt gegen die und ich glaube, da weiß man nie, wie diese Spiele dann ausgehen, ob es für eine Mannschaft um noch gegen Abschied geht, ob die noch Punkte braucht, ob eine Mannschaft schon abgestiegen ist oder nur im Mittelfeld rumdümpelt, manche Spieler sich empfehlen wollen für neue Vereine. Von daher ist es jetzt auf Null gefühlt und wir sind mit dabei und wollen da entsprechend unsere Leistung bringen und glaube, ja, das Momentum spricht so ein bisschen für uns und trotzdem kann sich dein Dach darauf nicht ausruhen, sondern einfach wieder eine gute Leistung abzurufen, um dann auch die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Empfindest du einen bestimmten Druck, weil es wird jetzt immer gesagt, die 9-Punkte-Woche und jetzt kommt die nächste und so weiter und so fort, du musst quasi jedes Spiel gewinnen. Setzt sich das unter Druck oder sagst du, wir haben eigentlich eine relativ schwache Saison gespielt, es ist eigentlich nicht mehr zu erwarten gewesen, dass wir jetzt nochmal ganz oben angreifen und alles, was wir jetzt gewinnen, das ist extra Bonus, auch mit Hinblick auf den Pokal. Wir haben eine schwache Saison gespielt, ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, dass wir es in der eigenen Hand haben, Relegationsplatz zu erreichen. Also zur Einordnung eine schwache Saison. Ich verspüre gar keinen Druck, weil am Ende weiß ich wie die Spiele auch gelaufen sind vorher, weiß, wie die Spiele jetzt gelaufen sind, kenne die Qualität meiner Spieler, meiner Mannschaft, ist mir jetzt nicht bange, irgendwo Nervosität oder irgendwo Gefühl gelten zu lassen, was passiert drumherum und wer rechnet wie im Tabellenrechner, wir müssen ja jetzt, sondern wir fahren nach München, wollen da gewinnen, wollen dann einfach mit einer guten Leistung überzeugen und dann sehen wir, zu was es gereicht hat und haben dann relativ schnell das nächste Spiel. Und ja, 9-Punkte-Woche wäre wieder schön. Ich habe auch gesehen, 18-Punkte-Monat hat hier jemand rumgeschickt auch. Klar, es ist mit vielen Siegen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich dann auch das, was vor 2 Wochen noch weit weg war, vielleicht wirklich zu schaffen, aber das ist Zukunftsmusik und wir müssen wirklich gucken, dass wir am Samstag eine richtig gute Leistung bringen. Wie gestaltet man denn die Woche zwischen zwei solchen englischen Wochen? Ist da überhaupt im Kopf es möglich, neue Dinge einzutrainieren oder sagt man, wir gucken, dass wir die Stimmung hochhalten, um möglichst den positiven Schwung wieder mitzunehmen? Ich glaube, wenn man jetzt 4 Wochen vom letzten Punktspiel ist, nochmal neue Sachen einzustudieren, wäre vielleicht ein falscher Ansatz. Ich glaube, irgendwo auf Themen einfach sich zu beruhen, die gut funktioniert haben, gerade jetzt in den letzten Spielen, ich glaube, ein guter Ansatz. Und schlussendlich waren wir froh, mal eine normale Woche jetzt zu haben, Spieler oder auch alle hatten mal 2 Tage frei. Das war auch vorab schon angekündigt vor dem Sandhausen-Spiel, war also unabhängig von dem Ergebnis auch, weil wir einfach sehr viele Spiele, viel Training auch hatten, war jetzt die letzte Gelegenheit. Und jetzt hatten wir einfach mal nochmal eine normale Trainingswoche. Ich glaube, das war wichtig auch, Köpfe frei zu kriegen, mal runterzufahren vielleicht, trotzdem eine gute Intensität auch im Training zu haben. Aber schlussendlich jetzt geht es nicht mehr darum, um neue Sachen einzustudieren, sondern sich zu überlegen, was passt jetzt dann auch auf 60 und da erfolgreich zu sein. Tim, du hattest in Dresden gesagt, die Spielweise von Dynamo kam euch auch ein bisschen entgegen, weil die sehr aktiv waren. Wenn ich jetzt mal so die englische Woche zurückblicke, es war mal ein Rückstand, gerade dann auch gegen Sandhausen, ein Gegner, der dann sehr passiv war, der eigentlich gar nichts mehr wollte. Die Frage geht dann noch an euch beide, weil die ganze Zeit ist ja auch gesagt worden, gegen tiefstehende Mannschaften fällt es unglaublich schwer, Tore oder Chancen zu kriegen. Gibt es jetzt nochmal so einen Push, dass man gesagt hat, selbst gegen destruktiven Gegner mit Rückstand kann man
4 Tore schießen und wenn man sich die Chance am Schluss aussieht, hätte es ja auch noch 6 oder 7 sein können. Man so das Gefühl hat, das war so ein Dosenöffner, dass man auch so wirklich so einen Gegner dann mal gespielt hat, obwohl der ja gefühlt einen Bus geparkt hatte. Ja, also klar war Sandhausen jetzt auch kein einfacher Gegner, der sich nur hinten reinstellt. Die haben auch schon spielerische Qualität, würde ich meinen. Deswegen, ja, 4 Tore sind am Ende vielleicht dann auch ein bisschen, also klar hätten wir auch 6 machen können, aber ich sag mal, durch den Spielverlauf hatten wir davor jetzt nicht so viele Chancen, um das auch so in der Höhe aussehen zu lassen. Aber trotzdem, ja, also denke ich schon, dass wenn ein Gegner auf uns zukommt, wie jetzt zum Beispiel Sandhausen oder Dresden, die dann auch, sage ich mal, wenn es 0-0 steht, viel nach vorne spielen möchten, uns zugutekommt. Also ich finde es immer gut, wenn es ein offenes Spiel ist. Und ich denke, das können wir. Aber ich denke jetzt auch, durch die Leistung gegen Sandhausen können wir es dann auch jetzt inzwischen besser als vielleicht in Spielen davor gegen tiefstehende Gegner. Ja. Ich soll auch was sagen. Vorgestern war Champions League gegen tiefstehende Gegner jeweils. Ich glaube, das hat jede Mannschaft einfach Probleme. Wir haben es selbst im DFB-Pokal hinbekommen, gegen übermächtige Gegner das gut zu machen. Wir hatten selbst auch Spiele, wenn ich mich zurückerinnere, hier gerade im Hinspiel gegen VfB Lübeck war, glaube ich, ganz extrem. Viel Ballbesitz, Gegner verteidigt ja, 20, 30 Meter vom eigenen Tor nur. Es ist schwierig. Ich glaube, deswegen war das umso schöner jetzt, dass wir wirklich auch die Anzahl an Toren Sandhausen dann auch erzielt haben. So. Und es war dann, ja, der Verlauf des Spiels gab es dann her, mit der Stimmung im Stadion, mit einfach Euphorie, dass wir da weiter dran geblieben sind und dann so in enger Folge auch die Tore gemacht haben. Gibt natürlich Selbstvertrauen, auch für die nächsten Spiele. Anschlussfrage, 60 München hat ja hier in Hinrunde, du hattest es angesprochen, schon einen freien Ball gespielt. Auch eine qualitativ gute Mannschaft, die sicherlich mehr erwartet hatte in der Saison. Wir haben jetzt einen Trainerwechsel, auch komische Ergebnisse. Ich glaube, 4-mal gewonnen, dann 4-mal verloren, jetzt wieder Sieg, unentschieden beim Tabellenführer. Was hat denn sich beim Gegner verändert und wie erwartet man sie? Ja, es ist wirklich, es ist aber auch dritte Liga. 4 Siegen kommen 4 Niederlagen, das passiert dann auch manchmal. Ich glaube, wer das Spiel jetzt gegen Regensburg gesehen hat, weiß, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Das Spiel müssen sie einfach gewinnen. Von daher, ja, klar, haben wir einen bulligen, großen Zielspieler vorne und trotzdem auch viele quirlige, schnelle drumherum, spielerische Lösungen einfach von hinten. Haben Standardsituationen einfach eine gute Wucht, wo wir aufpassen müssen, uns was einfallen lassen müssen dagegen. Von daher individuell gut besetzt, aber dann jetzt auch in der Gruppe, gerade die letzten 2 Spiele, dann auch gut bestritten, dass sie da die Punkte holen konnten. Von daher hat, glaube ich, in der dritten Liga jedes Spiel so seinen eigenen Charakter. Wie ist der Verlauf? Wie startet man rein? Gewinnt man die Zweikämpfe? Und von daher wird es dann, glaube ich, auch viel an uns liegen, wie das Spiel dann auch ja, Fahrt aufnimmt, dass es in unsere Richtung dann auch geht. Ja, Lackenmacher hat heute seinen Weggang verkündet aus München. Denkst du, dass das die Münchner noch mal ein bisschen in den Schwung bringen könnte, so wie jetzt beispielsweise auch Luca Kerber einmal wieder unheimlich stark geworden ist und auch viele Tore erzielt hat? Die Frage ist, wird er auf dem Platz stehen? Ich glaube, er hat jetzt gegen Regensburg gespielt, weil es da eine Vertragsklausel gab von seinem Sturmkollegen, der nicht spielen durfte. Ist die Frage, wie ein Verein darauf reagiert, dass ein Spieler nicht im Verein bleibt, sondern sagt, er geht weg. Ob er dann die Möglichkeit bekommt, am Samstag überhaupt gut zu spielen, stelle ich mal in den Raum. Ja, Tim, du hast in den letzten Wochen ja auch dich sehr in den Fokus gespielt, nicht nur die Auftritte im Pokal, sondern jetzt auch in den letzten Wochen. Jetzt befürchten manche, dadurch, dass der FC Augsburg eine Rückkaufoption wohl hat in Bezug auf dich, dass du ja, es hätte machen können, dass die Lage machen, woanders hin, nach Augsburg oder sonst wo hingehen. Wie groß ist das Risiko? Also ehrlich gesagt, sehe ich das Risiko sehr gering. Ich habe keinen Kontakt mit Augsburg, um ehrlich zu sein. Also gehe ich auch nicht davon aus, jetzt den Verein im Sommer zu verlassen. Ich fühle mich ja sehr wohl. Ich denke, ich habe
die Rückendeckung der Fans und der Verantwortlichen. Und das bekomme ich auch zu spüren. Und das, ja, das macht mich einfach glücklich. Ja, klar, also im Moment denke ich wirklich einfach nur daran, die Spiele zu gewinnen, weiterhin meine Leistung abzurufen und im besten Fall, ja, das große ganze Ziel zu erreichen, wovon wir die ganze Saison lang reden. Ja, das hört man jetzt die ganze Zeit. Die Vertragsgeschichten, die sind weit im Hintergrund. Die Spieler und auch ihr im Trainerteam scheint euch sehr auf das zu konzentrieren, was sportlich ansteht. Ja, also klar, also ich glaube, das hat absolute Priorität. Wenn wir, Jürgen und ich sind da schon am Arbeiten, auch an anderen Themen, wie jetzt nur die Themen, die auf dem Platz passieren. Und trotzdem, ja, ich glaube, Fokus muss ganz klar auf dem Sportlichen liegen, weil wir gerade jetzt wieder eine Situation geschaffen haben, wo man etwas erreichen kann. Als Tim Flair im Sommer kaum hat noch geschickt, für uns gesagt, eines der größten fußballerischen Talente, mit dem ich bisher zusammen gespielt habe, hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt, dann am Anfang auch in der Startelf gestanden gegen Karlsruhe-Rundschaft und dann war er irgendwann weg, hat man das Gefühl gehabt. Gab es da konkret was, was du ihm vorgeworfen hast, weil es ja noch ein sehr junger Spieler ist, oder man kann es auch positiv formulieren, was hat er denn jetzt gelernt, dass er auch so eine tragende Rolle in dieser englischen Woche war? Ja, ich glaube, junger Spieler ist auch ein bisschen, ja, Schwankungen unterworfen. Trotzdem gab es so ein, zwei Themen, die wir mit ihm besprochen haben auch. Muss man jetzt nicht auch hier dann thematisieren. Grundsätzlich haben wir immer gewusst, welche Qualität er hat auch. Und hat auch meine Anzahl an Spielen, wurde eben genannt, sehr oft auf dem Platz gestanden. Und von daher ist jetzt wieder der Moment da, oder die Chance, die er hier bekommen hat, hat er genutzt und ist prägend dann auch im Moment auch für unser Spiel dann im Ballbesitz. Ja, vielleicht kann man da auch einhaken. Denn die Kritik, die damals kam, war halt, dass defensiv das ein bisschen, ja, nicht so sauber gelaufen ist. Manche Fehlpässe kamen, die dann auch zu einzelnen Situationen geführt haben. Wie hast du dann gearbeitet, das zu verbessern? Ja, klar, ich denke, so konkret kann man nicht dran arbeiten, weil natürlich, ich kann jetzt kein Spiel simulieren im Training und da dann keinen Fehlpass zu machen, also ist natürlich nicht so einfach. Ich denke, man muss einfach weiter hart arbeiten und dann den Moment auch, sage ich mal, nutzen, Vollgas zu geben, den Sieg oder, sage ich mal, auch den Zweikampf gewinnen zu wollen. Ja, und ich denke, das habe ich getan, also auch dafür hart gearbeitet, auf und neben dem Platz. Und ich denke, ja, am Ende, klar, kann man das, also ist es manchmal auch so ein Momentum, das man auch nicht erklären kann. Und gerade, oder in den letzten Wochen lag das Momentum auf meiner Seite, und ich hoffe, es bleibt so, aber natürlich konzentriere ich mich jedes Spiel genauso wie am Anfang der Saison oder jetzt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht erklären, warum es damals vielleicht ein paar Fehlpässe mehr gab als jetzt. Okay. Es ist diese Woche ein Testspiel da gewesen, ich denke, bis heute. Was für einen Eindruck hattest du von ihm und hat er eine Perspektive oder wäre es nicht so? Ja, flinker Kerl, definitiv. Glaub, war jetzt zu kurz, um da final auch noch eine Entscheidung zu treffen. Aber hat einen guten Eindruck hinterlassen und da bleiben wir auch mit dem Berater im Austausch. Ja, dann sind alle Fragen erschöpfend beantwortet, bevor wir zu den Rahmenbedingungen kommen. Rüdiger, wir haben heute Donnerstag, wir haben den Rhythmus etwas gewechselt. Das liegt an der Anreisesituation. Ihr trainiert morgen bei einem freundlichen Verein in Baden-Württemberg. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie es dazu kam. Ja, wir hatten da schon beim Auswärtsspiel in Ingolstadt einfach einen Platz gesucht über einen Freund, den ich da aus der Nähe kenne. Passt das irgendwo ganz gut von der Zeit her. Machen wir einen kurzen Break, können da trainieren, guter Platz, können da auch was essen und entzerren das so ein bisschen. Ich glaube, Freitag Autobahn voll, dass wir da
das so ein bisschen wirklich die Fahrzeit dann reduzieren, dass wir erstmal 2,5 Stunden fahren, dann nochmal 3 Stunden fahren. Hat man jetzt beim Auswärtsspiel in Dresden auch gemacht. Von daher ist es, glaube ich, wenn wir so weitere Fahrten haben, immer mal wieder Thema, das so dann einzustreuen. Was geht nur Verein heißt? Ich glaube TSV Löwenstein. TSV Löwenstein, freundliche Baden-Württemberger. Ja, die Rahmenbedingungen für Samstag sind klar. Wir spielen bei 1860, altes Traditionsderby. Spiel beginnt 14.03 Uhr. Das liegt wieder daran, dass dieses Spiel neben Magenta nun auch beim BR und im SR übertragen wird. Wir werden dort von 1.500 Fans begleitet werden. Das ist die maximal mögliche Zahl. Die Gästekarten waren nur ausverkauft. Wir hätten auch gerne mehr mitgenommen, aber die Kapazitäten im alten 60er Stadion an der Grünwalder Straße sind nun mal begrenzt. Aber wir werden mit einer wuchtigen Unterstützung dort rechnen können. Hoffen wir, dass wir dann ein angenehmes Wochenende in München haben. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und bis dahin tschüss.